Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als großer Buchfan hat man natürlich auch super gern Merchandise von seinem Lieblingsbuch zu Hause und deshalb machen wir heute zusammen diese coole Bücherkette. Für unser Do-It-Yourself brauchen wir natürlich einen Glas-Cabochon. Ich habe hier die Größe 25 mm genommen und eine passende Fassung. Da könnt ihr ihn einfach mal reinlegen und gucken, ob das passt. Dann brauchen wir noch eine Nagelschere, etwas weißen Nagellack und einen Kleber. Ich nehme immer den hier, weil da bei dem ist die Gefahr, dass die Tinte verwischt, am geringsten. Dann schnappt ihr euch ein Buch eurer Wahl. Ich habe mich jetzt hier für Harry Potter entschieden, habe nämlich bei Rebuy eine Ausgabe mit extrem vielen Lesenrillen bekommen und ihr wisst, dass ich die hasse, also muss das Buch leider Gottes dran glauben. Dann sucht ihr euch ein passendes Zitat heraus, das euch gefällt, das ihr gerne in eurer Kette tragen möchtet oder in eurem Anhänger. Ich habe mich jetzt hier für Harry Potter Band 2 entschieden und weiß auch schon genau, was für ein Zitat ich nehmen möchte. Dann geht ihr einfach hin, nehmt euren Glas-Cabochon und führt ihn so ein bisschen über die Seiten und guckt, welche Wörter so schön wären und passen würden. Wie gesagt, ich habe mir schon eins ausgesucht im Vorfeld, damit ich jetzt nicht so lang suchen muss. Welches ihr da nehmt, ist natürlich euch überlassen. Viele nehmen einfach einen markanten Namen aus dem Buch und machen den in die Mitte vom Glas-Cabochon. Da könnt ihr aber wirklich machen, wie ihr wollt. Ich habe mich dann für Dobby ist frei entschieden, weil Dobby einfach einer meiner Lieblingscharaktere ist. Und jetzt, ich muss euch leider Gottes das Herz brechen, kommen wir zu einem ganz, ganz schlimmen Desaster für Buchfans. Als nächstes gehen wir dann hin und reißen uns diese Seite raus, auch wenn es uns schwerfällt, ein Buch zu zerstören. Nehmen unseren Glas-Cabochon, machen da ein bisschen von unserem Kleber drauf und drücken ihn dann auf die Papierfläche. Ihr müsst da auch ein bisschen Druck ausüben, damit der Kleber sich wirklich komplett unter dem Glasstein verteilt. Ein bisschen wird wahrscheinlich rechts und links rauskommen, aber das ist nicht schlimm. Und dann lassen wir das Ganze erstmal trocknen. Und wenn es trocken ist, so nach 20 Minuten, können wir das Ganze mit unserer Nagelschere nämlich auch ausschneiden. Also einfach einmal komplett außen rumschneiden. Wenn da noch ein bisschen übersteht, ist gar nicht schlimm. Vor allem, wenn ihr zu viel Kleber benutzt habt, wird der sich rechts und links um die Kugel nämlich auch rausgedrückt haben. Und den können wir ganz einfach mit unserer Nagelschere abschneiden. Wenn ihr noch jünger seid, könnt ihr natürlich auch eure Eltern bitten, das für euch zu machen. Ansonsten einfach einmal komplett um den Ring rumschneiden, bis wirklich keine Kleberrückstände mehr an dem Glas hängen. Als nächstes nehmen wir uns unseren weißen Nagellack und pinseln davon eine Schicht auf die Papierfläche drauf. Das machen wir einfach nur, damit wir später wirklich nur den Schriftzug sehen auf unserem Anhänger und nicht das Silber von der Fassung zum Beispiel durchschimmern sehen. Wenn der Nagellack getrocknet ist, schnappen wir uns nochmal unseren Kleber und verteilen davon ein bisschen in unserer silbernen Fassung und drücken dann unser Cabochon einfach in die Fassung hinein. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Schriftzug gerade ist oder genauso, wie ihr ihn gern hättet. Wenn da jetzt noch ein bisschen Kleberrückstände sich rechts und links rausgedrückt haben, weil ihr einfach zu viel genommen habt, das passiert mir auch ständig, nehmt euch einfach ein Wattestäbchen und streicht den überflüssigen Kleber ab. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, ist unser Anhänger auch schon fertig. Ich habe mir, weil ich gerade so einen Lauf hatte, noch ein paar andere gemacht mit ein paar markanten Namen oder Ausdrücken aus Harry Potter. Und ich werde definitiv auch auf die Messe, auf die ich nächste Woche gehe, ein paar mitnehmen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ihr euch selbst Anhänger macht, dann schickt mir doch bitte ein Bild davon. Würde mich mal interessieren, welche Bücher ihr euch ausgesucht habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.